Obelisko kaje, a čovnicaje, cestčani knjez Tatnik, ljubec vonki, župnego predsedarstva, zastupniki domovine, cestčane gesči, ja vas v imenje koordinacijske kupki učobne vitam na žincajšnjem dnju na to vopomnišče Liško. Liebe Klein-Liskoa, Groß-Liskoa, Tranica, sehr geehrter Herr Statnik, liebe Gäste, ich möchte Sie an dieser Stelle recht herzlich zum Gedenktag des abgebaggerten Dorfes Klein-Liskoa herzlich willkommen heißen. Es war ein sorbisches Heidedorf. Noch 1956 stellte der Wissenschaftler Adolf Czernik in seiner Statistik der sorbischsprachigen Einwohner fest, dass 3/4 der damals 211 Einwohner Klein-Liskoas der sorbischen Sprache kundig waren und 57 Frauen die sorbische wendische Tracht trugen. Weitere Veröffentlichungen dokumentieren, dass sie bis in die 1980er Jahre sorbische wendische Bräuche pflegten. Die Devastierung Klein-Liskoas bedeutete Umzug in Cottbuser Neubauwohnungen nach Treno oder Dissentjen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass damit nicht nur der dörfliche Zusammenhalt auf der Strecke blieb, sondern auch die Pflege der sorbischen wendischen Sprache und Kultur von Bräuchen und Traditionen unterbrochen wurde. Abgebaggert wurde nicht nur irgendein Ort, nein, abgebaggert wurde ihre Heimat. Heimat, das ist etwas ganz Besonderes, etwas Unersetzliches, das den Menschen von Kindheit an prägt. Viele unserer Lieder beschreiben ihre Schönheit, wie zum Beispiel Doma Doma Rednojo. Die Domowina tritt für ein langfristiges Auslaufen des Braunkohleverstromung ein. Insbesondere sollen in Zukunft keine weiteren Kraftwerksblöcke auf Braunkohlebasis errichtet und keine neuen Tagebaue erschlossen werden. Für uns steht eines an oberster Stelle. Die Domowina setzt sich für die Erhaltung des Siedlungsgebietes ein, des Siedlungsgebietes der Sorben. Die Domowina unterstützt den Kampf der Bevölkerung, die von Devastierung betroffen ist. Wir respektieren den Willen der Betroffenen. Dort, wo es die Menschen wünschen, stehen wir mit ganzer Kraft an ihrer Seite. Um es noch einmal deutlich zu sagen, unsere Kritik richtet sich nicht an den Energiekonzern Vattenfall, der seit 2007 nachhaltig seine Verantwortung für die sorbische Bevölkerung in den Bergbauregionen der Lausitz wahrnimmt, im Dialog mit den betroffenen Bürgern, Kommunen und der Domowina. Unsere Kritik richtet sich an die Landes- und Bundespolitik. Der verlorene Kampf um die Gemeinde Hornau hat gezeigt, dass ein juristisches Vorgehen gegen vorgesehene Abbaggerungen keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn die Politik an der Braunkohle festhält. Sehr geehrte Anwesende, Czeszczone Przybytne, wir wollen heute die Erinnerungsstätte für das verschwundene Dorf Klein-Liskoa einweihen. Möge sie von Ihnen, seinen ehemaligen Einwohnern, rege genutzt werden als Ort des Gedenkens, des Nachdenkens und der Begegnung. Zudem soll sie für Besucher des künftigen Cottbuser Ostsees, in deren Fluten die ehemalige Ortslage nach 2017 versinken wird, eine Stätte der Information sein. Nicht zuletzt können die ehemaligen Bewohner von Klein-Liskoa und Tranitz an ihren Erinnerungsorten ihre einzige Nachbarschaft in Ehren halten. Cześćone gości. Ja was uczomnie witam ho na krzomie Wugloje Jamy we Szlichoje. Najdlejszy czas naszego styrista, a 50 letniego obstasia była wjazd Liskoa cysto-serbska. W ostatnich 40 latach do końca naszego odbagrowania sme więcej a więcej niemskiego słyszali. Liebe Klein-Liskoerinnen, liebe Klein-Liskoa, werte Gäste, unser Dorf bestand länger als 450 Jahre und war in der längsten Zeit seines Bestehens ein rein sorbisches Dorf. Erst etwa 40 Jahre vor der Abbaggerung hörte man auf der Straße mehr und mehr und in den Familien ebenfalls vermehrt auch die deutsche Sprache. Klein-Liskoa ist eher unbedeutend und klein gewesen. Keine Schule, keine Kirche, kein Gut, nur eine kleine Dorfgaststätte in der Mitte der Ortslage. Mit 200 bis 300 Hektar ist auch nicht viel Staat zu machen.
eingebettet zwischen Kieferwäldern im Norden und Wiesen, Gräben und einem kleinen Moor im Süden, mit leichten Böden, auf denen Getreide, Kartoffeln und Rüben gediehen, überlebten die Bewohner durch fleißige Arbeit, auch in Notzeiten. Mir už to, co městom a ze všechnymi jako přijdu a přijdu budu. Es ist gut und tröstlich, dass es diesen Ort wieder gibt. Nein, nicht Klein Liskow, aber ein Denkstein und eine Informationstafel. Wir Menschen brauchen das. Wir Wenden brauchen das ganz besonders. Für uns ist Heimat, Domunja, verbunden mit Kindheit und Glück und Sonnenschein und ganz viel Gefühl. Gott schenkt im Segen den Frieden, den wir nicht haben. Gott begegnet uns im Segen. Und deshalb gilt der Segen nicht so sehr dem Stein, sondern den kleinen Liskowern und großen Liskowern und Tranitzern, den Drenoern und Siloern und allen anderen. Den mir Ajognovanje Togoshogometznega Boga Busch Nat Toshtomestnje Ashiknemi ako přijdu vzpomínat na Liskok. V jménu Vešca a Syna a Světého Ducha. Amen. Jakie se vám žínsa spodobalo? Kanč dobre, to bylo, jo. Byli na těch lůži jsem uvížil a ta kyn, to bylo teďka vřena já. A co jste se myslili přitom, jak ten farár jo te tužné slova gronil a ten šouta, co jste se přitom myslili? Как пили лишку купу, не цветные. А что тыки тужны были? Або... Я, что тыки тужны были, я. А на что вспоминаешь, что се не любит, как ты мыслишь на лишку? На мою мужину, что лишку, лишку, шикну, так, выкать лишку, что был, что там тарья пылью. Man muss sich ja wieder dort einbringen, wo man lebt. Und das sind Erinnerungen, die hat man ganz hier unten drin. Also das ist ja, kann ja Stein nicht ersetzen. Und außerdem fand ich hier mit dem Sorbisch und Wendisch. Also wir waren nie Sorbisch, wir waren Wendisch waren wir ja auch nicht mehr, aber wenn wir machen, haben wir Wendisch. Unsere Eltern haben Wendisch gesprochen und nicht Sorbisch. Und Sie möchten noch in die Grube jetzt fahren? Ja. Mit? Warum? Was versprechen Sie sich davon? Mal gucken, man guckt ja sonst wirklich ins Loch da rein, dass man vielleicht das eine und das andere noch erkennt und ja, dann auch die Erinnerung wieder aufleben lässt. Mercedes-Benz.
Ja, das ist. Es ist ergreifend. Und ich sage, naja, dass die Punkte, die sie gesetzt haben, sind gut, damit man sonst wüsste man ja gar nichts. Nicht? Also würde man ja gar nichts erkennen. Das war jetzt hier gerade Schramms, wo ich gesagt habe, die Bushaltestelle, Denkmal, dann waren Runden Schramms gegenüber. Und wir haben Konsum. Gemeindebüro und dann da gegenüber unten Schammers. Also unreichstes wieder Erinnerung und so. Nee, also das ist, es tut weh. Es tut weh, wenn man dann hier so diese Fläche sieht und die Tränchen kommen von alleine. Ist doch egal, hinter das Schild. Ja, richtig, Anna. Ja, so schön. Genau so. Gott. Ja, może się wy nieco poznać. Co se myślisz o Gażu tak żenio się przy stupuścinu? Poznać nie mam go więcej, ale ja se dopominam, a te myśli przyjdą, jak ja to raz uwiedało. Nie to ja su gary, dele, a te ptaszki Szwicy, to pesnają. Tak jako pierio to szybko było. Każ jeszcze doma są było. A jak się wam spodobało nie to, to zmakanie u, jo to dery aż se takie nieco gotują, albo jo to jano terganie tych ranu? Nie, ja si myślim, aż to dery tak jo. Nennt Mama ja noch Mesto, Josh, Snate, Priaschelle, die Luge, die Snate Luge, die Mego Smakasch, die Rosgranasch, mit Peri, die Rosgranasch, Kaktoyo Rasbüro, alle Mehl, Müsli zu, als da doch Büro lebig, als die Lischko-Karie, die Lischko-Karie, die Czaunitz-Karie zu Megli-Tecke schicken, na Jan und Mestnose. Jan kam in der Schickne. Habt ihr das Dorf noch erlebt oder gar nicht? Nee, gar nicht mehr. Nur aus den Erzählungen oder warum seid ihr mitgekommen? Ja, weil meine Eltern hier hin wollten, da habe ich gesagt, da komme ich einfach mit, weil mich das auch so interessiert. So. Und was sind so eure Gedanken dabei? Naja, das ist alles ein bisschen kleiner als das Dorf, dass da nicht so viel gelebt haben und sonst lest man ja auch nicht so viel. Okay. Ale ako Žiši ste miasto buserske pejedali abo nimske? Zu Hause schon serbske. Serbske. A ste pento šikno juž zabili, jo se to tak zabilo abo?
Nein, verstehen tue ich alles, sprechen fällt schwerer. Wenn ich denn eine Weile spreche, entschuldigen Sie, Anni haben wir oft gesprochen, so miteinander, dann kommt man immer wieder rein, aber so... A co se pan myśli, Gaszu, Żeniosiu? Co, jakie myśli przyjdą wam do głowy? To jak strasznie! Nie grąciła.